Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. So spät war ich, glaube ich, noch nie dran. Jetzt ist es mittlerweile schon Montagmorgen, wo ich euch jetzt die Neuerungen, also Neuerungen und Anführungszeichen präsentiere. Das Wochenevent. Ich glaube, ich habe bisher jede Woche eine Folge gemacht. Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, ich habe es noch nie ausfallen lassen, eine Timelines-Folge. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ich muss unbedingt noch eine machen, weil eben ist ja noch nie passiert. Selbst wenn ich krank war, habe ich immer irgendwie versucht, eine Folge reinzubringen. Und da haben wir diesmal eben auch keine Ausnahme. Schick noch ganz kurz Shuttles weg. Kann durchaus sein, dass ich da jetzt nicht die richtige Kombination dabei habe. Ist mir aber auch völlig egal. Sind ja nur die Wochen-Shuttles und selbst die Event-Shuttles sind mir komplett Latte, weil ich einfach diese Mechanik nach wie vor nicht mag. Das haben sie einfach leider nie angepasst. Sie haben irgendwann das Scannen angepasst, was sehr clever war, dass sie aus dem Scannen eine bessere Mechanik gemacht haben, dass man auch nicht mehr so viel scannen muss am Tag. Da hatten sie ja bei den Dailies, glaube ich, dass man dreimal scannen musste. Und das mit den Shuttles haben sie einfach nie angepasst. Das war ihnen einfach immer komplett egal, dass man da 7 am Tag machen muss. Und dann ist es mir auch komplett egal, wie die Shuttles verlaufen. Gut, dann haben wir das hier noch. Systemversagen. Einmal eine Reise wiederbeleben. Bislang noch überhaupt nicht wirklich was dabei. Ein Tag läuft die ganze Reise schon. Und sind 3 lilane Charaktere. Das ist ja nichts, kann man sagen. Okay, gut. Und dann schauen wir mal rein in das Event. Living a Legend. Belohnungen. Wir haben den Breakthrough Booker, Quajan, Föderation, verzweifelt, empath, inspirierend, Zivilist und Kommunikator mit Diplo und Wissenschaft. 6 Treffsicherheit nach 6 Sekunden und 2 Sammlungen. Dann haben wir den Sarek, Vulkanier, Diplomat, kulturelle Persönlichkeit, Kommunikator, Föderation, Telepath und Botschafter. Diese Werte, diese Schiffsfähigkeit und immerhin 4 Sammlungen. Auf der rechten Seite haben wir einen blauen, einen 3-Sterne-Charakter. Diesmal kein 2-Sterne-Charakter. Mal gespannt, wie das nächste Event da verlaufen wird. Amtierender Captain Pike, Sternflotter Mensch, Föderation, inspirierend Forscher und Taktiker. Die Werte, die Schiffsfähigkeit und 2 Sammlungen. Weiter unten finden wir einen Pike, nämlich den Kylie Pike, Mensch, Kylie, Föderation, Sternflotte, inspirierend, Geheimagent und verzweifelt. Diese Werte, diese Schiffsfähigkeit, 1 Sammlung. Da unten ist noch nennenswert das neue Schiff, nämlich das Sicarian Vessel. Und das können wir uns auch schon anschauen, denn das habe ich schon gebaut und ausgerüstet. Sieht lustig aus, bisschen wie so eine Öllampe oder sowas. Da haben wir so das Henkelchen und da kommt dann das Öl raus. So die Genie-Wunderlampe. Und da könnte auch eine Nase sein und das hier sind die Augen. Ja, interessant. Interessantes Design. Kann man auf jeden Fall sagen. Kann man auch gut aufhängen wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir weiter. Ein Midweek-Event. Wieder ein anderes. Ah ja, okay, das wieder. Nutzer 500 Chronitonen. Respektive bis zu 10.000 Chronitonen. Völlig übertrieben. Und dafür gibt es ein bisschen Quantenenergie. Das heißt, das hilft einem beim Bergen. Ich werde es wieder machen wie beim letzten Mal, dass es das schon gab. Ich werde einfach schauen, dass ich so auf 1.000 Chronitonen circa komme. Das ist ein ganz guter Gegenwert, finde ich. Da ist der Gap einfach noch okay. Bei 5000, von 1000 auf 5000 ist ein bisschen zu krass. 5-fach so viel Chronitonen. Und was kriegt man dafür? Das Doppelte an Belohnung hier steht sich nicht dafür. Und hier hätte man das Doppelte nochmal. Und dann haben wir nicht mal hier das Doppelte an Belohnungen. Also schon, was ISM betrifft, aber ISM ist jetzt eh generell nicht unbedingt die Währung, die knapp ist, wenn man öfter spielt.
ist es dann ja doch eher, hier sind wir jetzt um die 70.000, was knapp ist, ist eher die Dingsewährung, diese Quantum-Währung. Genau, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das macht, ob ihr das komplett ignoriert oder ob ihr es bis zum Ende durchspielt oder wie weit ihr da gehen werdet. Gut, dann haben wir das nächste Event, ein Hybrid-Ereignis. Ich glaube, dann geht es wieder los mit dem Shuttle-Scheiß. Shuttle und Bauen. Es fängt mit Shuttle an. Wir haben Captain Vaso Regrania, Botschafter, Kommunikator, Diplomat und Empath. Diplomatie und Command und Wissenschaft. We shall sit and talk mit Angriffsgeschwindigkeit nach 4 Sekunden für 3 Treffsicherheit. Angriffsgeschwindigkeit und Sammlung 2. Nix besonders Tolles, holt mich jetzt echt nicht wirklich ab. Dann haben wir die festliche Luxana Troy Föderation, Diplomat, Metazoid, Romantisch, Zivilist, Telepath und Botschafter. 2 Skiller nur, das ist auch unterirdisch. Schiffsfähigkeit und eine Sammlung. Auf der rechten Seite haben wir wieder einen grünen Charakter, wieder einen 2-Sterne-Charakter, wie immer eigentlich, außer diesem Event. Enterprise DPK, Föderation, Sternflotte, Mensch, Diplomat, Inspirant, Astrophysiker, Exo-Archäologe und Taktiker. Die Werte, die Schiffsfähigkeit und 3 Sammlungen immerhin. Neu dabei ist Ensign Jennifer Jrean, Föderation, Sternflotte Andorianer, Athlet, Künstler und einfallsreich. Diese Werte, diese Schiffsfähigkeit, reparierte Hülle, ja, kann man verwenden für Fleet Boss Battles, wenn man keinen anderen findet. Ich meine, reparierte Hülle nach 30 Sekunden ist sogar vielleicht gar nicht so verkehrt. Hat allerdings eine Sekunde initialisieren ist okay. Abklingzeit von 15 Sekunden, das heißt, man hat eine 16 Sekunden Geschichte. 16 Sekunden, wie soll ich das sagen? In Summe sind es halt 16. Das ist eigentlich ganz gut. Das gibt eine ganz gute Uptime Ratio. Ja, kann man vielleicht verwenden. Für Fleet Boss Battles, für vielleicht Brutal, eventuell auch noch Nightmare, weil man da keinen anderen hat, der die Hülle repariert. Und 3 Sammlungen. Sonst noch irgendwas? Genau, der natürlich, der darf auch nicht fehlen. Der Mega-Event-Charakter, Doppler Föderation, Sternenflotte, verzweifelt, Klon. Sternenflotte? Nee. Verzweifelt, Klon, Händler, Kommunikator und Diplomat. Mit dem 100 auf Angriffsgeschwindigkeit. Und 3 Sammlungen. Sonst war's das. Sonst gibt's da nichts. Den Bug haben sie auch noch nicht behoben, dass sich irgendwelche Fenster öffnen. Okay, dann schauen wir in die Nachrichten rein. Server Release Notes. New Life and New Civilization Collection. Eine neue Collection Pheromone. Also eine Collection wurde erweitert, eine neue kam hinzu, die werden wir uns auch gleich anschauen und gemeinsam abholen. Hat was mit den Orionern zu tun. Es hat sich eine Schiffsfähigkeit geändert, das passiert auch selten, dass sie mal eine Schiffsfähigkeit ändern. Normalerweise ändern sie die von den Personen oder von den Schiffen, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ist jetzt auch das neue Schiff, was wir gerade gesehen haben, das lustige Ölkesselchen. Reduce Incoming Hull Damage, das war es wohl vorher und genau, jetzt ist es immediately Repair Shield by 25%. Das heißt, es repariert einfach die Schilde und reduziert aber nicht den Hüllenschaden. Okay, passt. Repariert die Schilde könnte auch wieder so ein Fleet Boss Battleschiff sein, aber man hat es halt am Anfang nur auf einem
Stern oder auf Level 1 und wirklich brauchbar ist es erst ab 10. Dann haben wir hier noch Protonen, die nehmen wir auch gerne mit. Und sonst keine News. Gut, Stasiskammer. Schauen wir uns mal die neue Kollektion an. Verführerische Pheromone. Einmal bitte abholen. Wissenschaftsgrundfähigkeit. 10er Portal. 10 Dilithium, süß. 50 Kronitonen. Und 25.000 Kredits. Das war's. Ist auch eine kleine Collection. 10 gibt's da nur bisher. Mit 3 Milestones. Und wen haben wir da drinnen? Ja, okay. Ist echt überschaubar. Sie, wir haben eine nächste. Aber geht sie noch nicht aus fürs nächste Threshold, für den nächsten Meilenstein. Okay, gut. Dann ab ins Zeitportal mit uns. Credits wöchentlich. Labin. Jellico. Etc. Pike haben wir auch noch. Leben einer Legende. Mit 2 goldenen Charakteren hier übrigens. Und einem lilanen. Das heißt, hier ist die Chance natürlich wieder gleich, weil es eine höhere Chance gibt, einen lilanen zu kriegen als einen goldenen. Aber immerhin gibt es 2 goldene, was auch nicht allzu verkehrt ist. Gut, Jellico ist, glaube ich, relativ zum Schmeißen. Der hat keine besonders geilen Werte. Und von dem Labin war ich jetzt auch nicht mega begeistert. Aber ja, trotzdem 2 goldene im Paket. Das ist mal okay. Da kann man vielleicht mal die Lithium raushauen, wenn man Bock hat. Dann die lebende Legende mit den Schiffen, wo man das Schiff eventuell noch aufrüsten könnte, das neue. Aber auch hier ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man ein grünes oder das lilane bekommt. Lilane kann man eben gut verwenden für die Fleet Boss Battles und für die Arena. Für die brutalen zumindest und für die harten. Dann Herrin des Spiegels, Georgiou, Picard und Troy, vergünstigte Pakete, Freizeit, auch mit 2 goldenen, Scotty, O'Brien, Doktor und Kira, habe ich gezogen und habe den Scotty fertig machen können. Dominion Diplomaten mit der Gründerin, Veyun und Yelglun, diplomatische Katastrophen, mit Yaris, Tanis und Daughtry, Kronitonen, Bonus, Kampagnen. Und die ganzen Basis- und Premium-Rewards und das Starborad mit schon gedreht, letzte Reihe-Item. Gut, dann noch zu den Angeboten. Wir haben für 11 Euro das hier. Hey, für 55 Euro, für ein bisschen mehr Geld, 35 Pakete, eine Citation und 10.000 Dilithium, dann ein 28 Euro Paket für 20 Pakete und 3.000 Dilithium und nochmal ein bisschen Schüssel für 11 Euro. Gibt es bessere, also 50 Euro ist mal zu viel und da gibt es bessere Angebote für das 28 Euro Paket. Und das soll es, glaube ich, gewesen sein. Ich muss jetzt auch schauen, dass ich dringend ins Bett komme, aber wie gesagt, ich wollte euch einfach nicht ohne Timeline sitzen lassen eine Woche, das geht doch mal gar nicht. Wirklich, mittlerweile, ich muss mal nachschauen, aber ich glaube, es war wirklich bisher keine Woche, die ich ausgelassen habe. Immer geschaut, irgendwie eine Aufnahme unterzubringen für euch. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. manchmal hängt man das Spiel schon beim Hals raus, aber ich möchte irgendwie trotzdem, hat sich das jetzt schon so eingebürgert, dass ich euch da immer eine Aufnahme bringe und immer wieder die neuen Charaktere vorstellen, was sich so getan hat im Spiel. Irgendwie, ja, ist das mittlerweile so eine Tugend oder sowas. Na gut, liebe Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Bis dann. Ciao.